Backe auch angeschaltet ist. Hierzu einfach unten rechts in der PC-Fußzeile das Lautsprechersymbol kontrollieren. Sollte die Lautstärke eingestellt sein und Sie dennoch nichts hören, melden Sie sich bitte im Chat, dann können wir Ihnen weiterhelfen. Bei Tonschwankungen, fehlenden Ton oder auch Tonabbrüchen loggen Sie sich bitte aus und nochmal neu ein. Sie können auch per Telefon teilnehmen. Sie haben hierzu die Einwahldaten in Ihrer Bestätigungsmail, die Sie von unserem Tool erhalten haben, mitgeteilt bekommen. So sieht Ihr Bedienpanel aus. In der schmalen Leiste links sehen Sie einen roten Pfeil. Hiermit können Sie das Bedienpanel aus- oder einblenden. Sie können auch Handzeichen an den Moderator geben, dafür einfach die Hand betätigen und dann bitte auch Ihre Frage oder Ihr Anliegen im Chat sagen. Im Audiofeld können Sie sehen, ob Ihr Ton funktioniert. Die Unterlagen erhalten Sie im Nachgang gerne per Anforderungs-E-Mail vom Referenten Herrn Heinemeier direkt. Fragen, Anliegen notieren Sie bitte schriftlich im Chat. Das war's von meiner Seite und nun übergebe ich Ton und Bild an unseren Referenten Herrn Heinemeier von Darktrace. Hallo, Herr Heinemeier. Hallo, Frau Meller. Vielen Dank für die nette Einführung und für das Übergeben von Ton und Bild. Und natürlich hallo und willkommen, die lieben Webinarteilnehmer und Webinarteilnehmerinnen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Die nächsten 60 Minuten ungefähr würde ich mit Ihnen gerne über KI reden, künstliche Intelligenz und wie es für Cybersicherheit eingesetzt wird. Ich habe auch eine kleine Agenda vorbereitet, über die ich gleich drüber gehen werde. Die letzten 15 Minuten dieser Stunde sind nur für Q&A, Fragen, für Antworten und Diskussionen vorgesehen. Ich würde Sie auch bitte darum bitten, wenn irgendwas unklar ist oder Sie Fragen haben oder Gedanken oder Themen ansprechen möchten, schreiben Sie es in die Chatfunktion, in die Fragefunktion und ich werde durchgehend drauf gucken und das Ganze am Ende adressieren. Warum möchte ich über KI reden? Ich denke, das ist ein Thema, das wir gerade in der Cybersicherheit ständig hören. Ja, Elon Musk redet darüber. Wir haben es in der täglichen Welt, wenn wir über Siri nachdenken, über Alexa, selbstfahrende Autos. Und für mich, der einen technischen Hintergrund hat, klingt das immer so ein bisschen nach Augenwischerei. Was steckt dahinter? Das ist ein großes Buzzword. Was heißt das eigentlich genau? Und ich wollte heute mal konkret durchgehen, was KI für Cybersicherheit heißt, was es bringt, wie es eingesetzt werden kann und wie das live aussieht und schon in Hunderten und Tausenden von Unternehmen eingesetzt wird. Natürlich habe ich einen kleinen Fokus auf Darktrace, der Firma, bei der ich arbeite hier. Ich versuche es aber so generisch zu halten wie möglich, dass Sie die Inhalte auch extrapolieren können auf die größere Industrie. Ich selber habe im Hintergrund in Penetrationstests und Red Teaming, also ethischem Hacken, war früher Chaos Computer Club Mitglied, bevor ich nach England gezogen bin, hier nach Cambridge, wo ich jetzt für Darktrace arbeite. Und habe in SOCs gearbeitet, Security Operations Centern, war SIEM-Berater und fühle mich in dem ganzen Thema sehr, sehr wohl. Zurzeit bei Darktrace übersehe ich ein Team von 90 Analysten, die täglich Bedrohungen sehen und sehe ständig, wenn wir in einem unserer Kunden einen neuen APT, Advanced Persistent Threat, also einen nationalstaatlichen Angriff sehen, neue Verschlüsselungstrojaner oder irgendwelche anderen Angriffe. Ich bin selber noch sehr hands-on mit der Lösung, das heißt, bewege mich sehr technisch in der Tiefe, rede aber auch ständig mit unseren großen strategischen Kunden. Genug über mich. Ich würde ganz gerne gucken, wie wir die nächsten 45 bis 60 Minuten füllen. Ich werde eine ganz kurze, wirklich nur 2-3 Minuten Einführung geben, wer Darktrace ist. Vielleicht haben Sie noch nicht davon gehört, dass wir wissen, wer hier den Vortrag hält. Dann steige ich ein, generisch, rede darüber, was KI ist. Ich selber habe zwar keine universitäre Ausbildung im KI-Bereich, habe einen Wirtschaftsinformatiker-Master, arbeite aber seit 4,5 Jahren mit Machine Learning-Experten und KI-Experten hier in Cambridge und habe einiges damit genommen, das ich gerne heute wiedergeben würde, sodass es pragmatisch und praktisch verständlich ist. Dann übertragen wir das Ganze für KI in Cybersicherheit. Das heißt nicht nur, was ist generisch KI, sondern wo wird es zurzeit konkret in bestimmten Lösungen in Cybersecurity verwendet. Und dann habe ich 2 bis 3 Live-Beispiele, wo ich zeigen werde, anhand von einer APT-Infektion, Advanced Persistent Threat, in diesem Fall war es APT 41, also die chinesischen Staatshacker,
wie die mit KI aufgespürt worden sind und wie sie entdeckt worden sind, bevor Schaden angerichtet wurde, obwohl die einen Zero Day benutzt haben, also eine Schwachstelle, für die es noch keinen Patch gab, und obwohl es gefunden wurde, 2,5 Wochen bevor es öffentlich bekannt wurde, dass das gibt. Ein zweites Beispiel ist die Citrix NetScaler Schwachstelle, die im Januar, Februar die Runden machte und wie das mit KI entdeckt und gestoppt werden konnte, bevor Schaden angerichtet wurde. Das ist meine Agenda für die nächsten 45 bis 60 Minuten. Nochmal von mir die freundliche Bitte, falls irgendwelche Fragen sind oder Punkte, einfach in den Chat schreiben. Super, dann starten wir doch auch mal. Ein ganz kurzer Überblick über Darktrace, wer wir sind, wer hier eigentlich redet. Ich habe ja gerade schon zwei, drei Worte über mich selbst verwendet. Aber Darktrace als Firma gibt es seit ungefähr 7,5 Jahren, seit 2013. Und wir sind Weltmarktführer im Bereich künstliche Intelligenz für Cybersicherheit. 2013 wurde die Firma gegründet. Da kamen zwei Parteien zusammen. Einerseits Cyber-Experten, die sich schon seit Jahren mit Angreifern rumschlagen, die besten Tools kennen und gesagt haben, es funktioniert nicht, ja. Wir werden trotzdem alle noch gehackt. Wir sind immer zwei, drei Schritte hinter den Angreifern. Wir müssen mal was tun und neue Technologien entwickeln. Das heißt, die Leute mit der Domänenvorstellung, dem Domänenverständnis der Problemstellungen sind dann zu der Universität in Cambridge gegangen, hier im United Kingdom in England, die Weltmarktführer sind, die besten Experten im maschinellen Lernen und künstlicher Intelligenz. Die beiden Gruppen haben sich zusammengetan, Problemverständnis, Lösungsverständnis und haben Darktrace gegründet. Und mittlerweile haben wir über 1200 Kunden. Als ich anfing hier, waren wir knapp, Entschuldigung, 1200 Mitarbeiter. Als ich anfing, waren wir knapp 95 Mitarbeiter, haben fast 4000 Kunden. Die Slide hier ist auch schon wieder ein bisschen out of date und sind eins der Unicorns, eins der Einhörner aus Europa, Großbritannien, mit einer 2 Milliarden Dollar Bewertung zurzeit. Und ich werde gleich noch ein bisschen drüber reden, was wir genau machen und wie wir KI anwenden. Ich werde, wie schon vorher gesagt, viele der Beispiele, die ich gerne extrapolieren, generisch machen möchte, auf uns zurückbringen, weil es halt ein sehr starkes Beispiel ist, wie wir es benutzen und wie erfolgreich das Ganze ist. Bevor ich das aber tue, würde ich gerne ein bisschen generisch über KI reden. Wir haben heute knapp 100 Teilnehmer. Da werden sicherlich einige dabei sein, die ein sehr tiefes Verständnis von KI haben, maschinellem Lernen. Andere, die vielleicht ein bisschen weniger tiefes Verständnis haben. Deshalb würde ich gerne den Erwartungshorizont und das Verständnis ungefähr gleichziehen, dass wir dann eine gute Diskussion führen können. Wenn ich über KI rede, was meine ich damit? Und generell, wir sehen ständig künstliche Intelligenz überall. Was heißt KI überhaupt? Ja, ist das Mathematik? Ist das Statistik? Ist das Heuristik? Ist das maschinelles Lernen? Ist das KI? Ist das Bayesian Wahrscheinlichkeitsrechnung? Und wo fangen diese verschiedenen Begriffe an? Wo gehen die ineinander über und wo hören die auf? Keine Sorge, ich will keine akademische Diskussion aufmachen. Ich möchte nur sagen, die Trennlinie manchmal ist sehr unscharf. Wenn ich bei Darktrace über KI rede, rede ich von verschiedenen Schichten von maschinellem Lernen, die übereinander liegen, sehr komplex sind und ineinander greifen. Das heißt, wir reden nicht von einfacher Statistik, wir reden nicht von einfacher Heuristik, wir reden tatsächlich von maschinellen Lernalgorithmen. Ich werde gleich nochmal tiefer darauf eingehen, was das genau heißt und wie die Mehrwerte sind. Aber das ist die Definition, die ich hier nutze. Noch tiefer gehend rede ich von enger KI. Ja, wenn man ein bisschen sich in der Thematik einliest, sieht man, es gibt eine große Unterscheidung zwischen enger KI und genereller KI. Enge KI haben wir schon zurzeit. Ja, wir leben in dieser Cyberpunk-Welt, wenn man das so sagen möchte. Wir leben in einer Welt, wo wir Alexa haben für Voice Recognition, wo es Siri gibt, wo ich einfach nur sagen kann, Smartphone, bitte zeig mir den Weg zur nächsten Tankstelle. Wir reden über autonome Autos, also Computer Vision. Wir reden über Gesichtserkennungsmaßnahmen. Lösungen wie Darktrace, ja, zähle ich auch definitiv zu KI für Cybersicherheit. Aber enge KI sind nicht das Nachbilden von Bewusstsein, sondern enge KI ist das Nutzen von bestimmten cleveren Algorithmen oder mehreren Algorithmen aus dem maschinellen Lernen, um Probleme zu lösen. Probleme zu lösen, die niedrig kognitiv angesetzt sind, zum Beispiel Sinn machen von Dingen, die ich visuell aufgreife, Sinn machen von Dingen, die ich höre, Mustererkennung und so weiter. Wir reden nicht über generelle KI. Ja, generelle KI ist immer noch Thema von Science Fiction. Generelle KI ist das Nachbilden eines Bewusstseins. Wie können wir ein Bewusstsein nachbilden, wenn wir als Menschheit nicht mal verstehen, was ein Bewusstsein ist wirklich? Ja, ist es basierend auf der Wetware, die wir im Gehirn haben, den menschlichen Gehirn? Ist das basierend auf irgendwelchen Dingen, die wir noch nicht verstehen? Das Thema möchte ich auch gar nicht so viel anschneiden. Ich wollte nur sagen, wenn wir über KI reden, heute reden wir über enge KI, das Anwenden von bestimmten cleveren Algorithmen, um Probleme zu lösen. Wir reden nicht von Terminator, ein Knopf wird gedrückt und alles wird zerstört. So viel zur generellen Ansage über KI allgemein. Ich würde ganz gerne darauf eingehen und noch ein bisschen genauer gucken jetzt, wenn wir über enge KI reden, was sind die hauptsächlichen Methoden, die es zurzeit gibt und wo werden die in Cybersicherheit eingesetzt? In Tools, die es gibt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile?
Warum würde man das eine oder das andere nutzen? Ich sehe, es kommen schon die ersten Fragen rein. Das ist super. Bitte lassen Sie die weiterkommen. Ich werde, wie gesagt, am Ende des Webinars, die letzten 15 Minuten, auf die Fragen eingehen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn wir über enge KI reden, also clevere Algorithmen aus dem maschinellen Lernen, gibt es zwei oder drei große Kategorien. Ich würde zwei, die größten zwei, die es so gibt, oder die größten, populärsten zwei, die meistens behandelt werden, ganz gerne kurz besprechen. Das eine ist, was überwachtes maschinelles Lernen genannt wird, Supervised Machine Learning. Das arbeitet mit Trainingsdaten und arbeitet damit, dass man diese Algorithmen füttert. Man zeigt dem, guck mal, hier sind 100 Beispiele von Hunden, sodass du, wenn du ein neues Bild siehst, erkennst, das ist potenziell ein Hund, basierend auf vorherigem Wissen und vorherigen Trainingsdaten, oder das ist kein Hund. Das wird kontrastiert zum unüberwachten maschinellen Lernen. Entschuldigung für den Deep Dive hier, aber danach gehen wir in pragmatische Beispiele. Das unüberwachte Lernen nutzt keine Trainingsdaten. Das unüberwachte Lernen arbeitet meist mit Anomalieerkennung und versucht aus Datenmassen, die keine Label haben, zu erkennen, was ist ungewöhnlich, was macht keinen Sinn, was sind die Outlier. Wenn wir das Ganze nochmal runterbrechen, es gibt natürlich noch andere wie Reinforcement Learning, Curiosity Learning. Das sind aber Themen, die eher Cutting Edge sind. Ja. Überwachtes und unüberwachtes Lernen wird täglich überall angewendet, mittlerweile schon. Das ist keine Zukunftsmusik mehr. Das nutzen wir ständig, auch in Cybersicherheit. Die anderen Themen, Reinforcement Learning oder einige der Themen im Bereich Curiosity Learning, sind gerade erst im Erforschungsbereich tätig und sind noch nicht so tief im Cybersicherheitsbereich benutzt. Deshalb lasse ich die heute mal ein bisschen ausgeklammert. Ich möchte nochmal auf die beiden eingehen und wie das Ganze im maschinellen Lernen im Cybersicherheitsbereich angewendet wird. Wenn wir vom überwachten Lernen reden, reden wir von Lernen von Algorithmen, die trainiert werden anhand von vorher bekannten Daten. Ja, ich gebe meinem Algorithmus, meiner Rechnerkapazität Bilder von 100.000 Hunden, sodass es lernt, aha, das sind Hunde. Generische Merkmale von Hunden sind zum Beispiel Schnauze, Ohren, Fell, bestimmte Proportionen oder ganz viele Beispiele von Katzen oder Audiobeispiele oder für Cybersicherheit könnte ich so einem überwachten Lernalgorithmus Beispiele geben von zum Beispiel SQL-Injections. Ja, SQL-Injection ist ja eine bekannte Methode, um Webseiten zu hacken oder Webapplikationen zu hacken. Ich könnte meinem Algorithmus sagen, schau mal, das sind 100.000 Beispiele, wie SQL-Injection Strings aussehen. Sodass, wenn du einen neuen String siehst, zum Beispiel in der Web-Application-Firewall, weißt, basierend auf vorherigen Beispielen, ah, das sieht so aus, das verhält sich so und riecht so, ja, looks like, walks like, talks like a duck, wie andere Beispiele von SQL-Injection. Was wir hier neu sehen, die neuen Anfragen gegen die Web-Application-Firewall, könnte SQL-Injection sein, basierend auf vorherigen Trainingsdaten. Genau dasselbe könnte man anwenden und wird auch angewandt anhand von Malware, von Viren. Die Firma Cylance zum Beispiel, mittlerweile Teil von BlackBerry, nutzt das zum Beispiel sehr viel, um Millionen von bösartiger Software, von Viren in einen Algorithmus zu füttern und zu sagen, guck mal, so sehen bösartige Viren aus. Sodass, wenn eine neue Datei erkannt wird von Cylance zum Beispiel, gesagt werden kann, aha, das basierend auf vorherigen Trainingsdaten ist vermutlich ein Virus oder vermutlich kein Virus. Und es gibt noch andere Beispiele, gute Domänen, böse Domänen, wenn wir über Threat Intelligence reden, das Blacklisten oder Whitelisten, dann kann man das genauso machen, sagen, guck mal, hier sind Millionen von Beispielen von bösartigen Domänen, die missbraucht worden sind oder die als Command-Control-Traffic genutzt werden. Und dann von diesen vorherigen Trainingsdaten kann der Algorithmus extrapolieren und wenn er eine neue Domäne sieht, sagen, basierend auf vorherigen Daten sieht es aus wie potenziell eine böse Domäne. Die Vorteile sind, es ist besser als Signaturen. Wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht? In der SQL-Injection, Geschichte hätten wir vorher genau definieren müssen oder mit Regexes oder Wildcard, wie genau die SQL-Angriffe aussehen. Und das heißt, wir haben immer vordefinieren müssen, deshalb haben wir immer versagt in IT-Sicherheit, böse gesagt, wir haben immer vordefinieren müssen, wie wird der Angriff aussehen. Mit überwachtem Lernen kann man das Ganze ein bisschen breiter ziehen und sagen, es muss nicht haarscharf definiert werden. Man kann es einfach lernen lassen, basierend auf vorherigen Angriffen. Das ist gut, das ist besser als Signaturen, aber es ist trotzdem noch beschränkt auf bekannte Angriffe. Was ist, wenn die SQL-Injection nicht so ähnlich aussieht wie vorherige? Haben wir wieder ein Problem. Was ist, wenn die Malware nicht so ähnlich aussieht wie vorherige Malware? Haben wir wieder ein Problem. Was ist, wenn die Domänen, die wir gelernt haben, anders sind als die neuen Domänen, die von den bösen Jungs und Mädels genutzt werden? Haben wir wieder ein Problem. Das heißt, überwachtes Lernen hat definitiv einen Anwendungszweck, kann von Trainingsdaten extrapolieren. Trotzdem haben wir noch weitere Probleme, die existieren. Wenn wir einen Schritt weitergehen und mal gucken, was das unüberwachte Lernen uns bringen kann. Unüberwachtes Lernen ist, wie wir auf der rechten Seite auch sehen, Anomalieerkennung in den meisten Fällen. Braucht keine Trainingsdaten, sondern lernt live.
um Dinge zu erkennen, und hier, das ist das, was Darktrace hauptsächlich macht, um Dinge zu erkennen wie ungewohnte Datentransfers. Darktrace als Beispiel fängt zum Beispiel an, Netzwerk-Traffic zu sehen anhand von Switchports, Mirrorports oder Spanports und sieht dann, aha, Max Heinemeier, sein Laptop, macht gewöhnlich bestimmte Datentransfers zu GoToWebinar, zu CAS, zum SharePoint, zum internen Darktrace VPN und dann weiß Darktrace, lernt automatisch basierend auf bestimmten Features, live in der Umgebung, was macht dieser Laptop, welche Laptops verhalten sich ähnlich, wie verhalten sich Server dem gegenüber und so weiter und so weiter, dass dann gesagt werden kann, okay, wir wissen, wie Max Heinemeier mein Laptop sich normalerweise verhält. Auf einmal schickt er Gigabyte über Gigabyte ins Internet zu einer seltenen IP-Adresse. Und diese Menge von Daten, die transferiert werden, sind ungewöhnlich für den Laptop selber, für die Peer-Gruppe und für die ganze Umgebung. Nicht basierend auf vorherigen Trainingsdaten, sondern basierend live auf dieser Umgebung. Und wenn sich einige von Ihnen vielleicht mit traditioneller IT-Sicherheit auskennen, wie SIEM-Systemen, ich war ja früher selber SIEM-Berater, wie hätten wir früher Datenexfiltration gefunden? Naja, wir bauen uns einen Use Case und sagen, mehr als 100 Megabyte in 5 Minuten zu diesen bösartigen IPs oder Domänen im Internet. Und dann haben wir wieder das ganze Problem, das wir schon immer hatten, wenn der Angreifer weniger als 100 Megabyte sendet oder länger braucht als 5 Minuten oder es nicht zu den bösen IPs sendet, sondern zu einer neuen IP oder Domäne im Internet, finden wir es nicht. Wir fangen an zu tunen, haben hunderte von False Positives, Alert Fatigue und so weiter, es funktioniert nicht. Im Gegensatz, wenn wir unüberwachtes Lernen nutzen, lassen wir die Maschinen alles selber ausarbeiten, wir bauen keinen Use Case. Darktrace als Beispiel würde sagen, Moment, hier ist ein ungewöhnlich großer Datentransfer zu einer seltenen Zielstellung im Internet, wobei ungewöhnlich groß nicht hart definiert ist. Ja, wo wir vorher sagen mussten, 100 Megabyte, 150 Megabyte, 50 Megabyte, ungewöhnlich groß hat die Maschine, das unüberwachte Lernen, die KI selber erarbeitet, weiß, was normal große Datentransfers sind für sich, für andere in der Umgebung und für die ganzen Netzwerke. Und die seltene Quelle oder das seltene Ziel im Internet ist wieder nicht hart vordefiniert. Wir sagen nicht, das ist gut, Russland ist böse, China ist böse, Nordkorea ist böse, sondern wir sagen einfach, die Ziele im Internet, die sonst nicht angesprochen werden von dieser Organisation, sind ungewöhnlich. Und die Kombination aus verschiedenen Anomalien kann extrem mächtig sein. Andere Beispiele hier sind ungewöhnliche Logins in ein Office 365-Konto. Ja, man lernt mit maschinellen Lernalgorithmen und überwachtes Lernen. Normalerweise wird dieses Office 365-Konto angemeldet von IP-Adressen aus Microsoft, USA, aus Großbritannien und Deutschland. Und auf einmal kommen hunderte von Anfragen aus der Ukraine. Okay? Das war wieder ungewöhnlich. Oder wieder ein anderes Beispiel, wenn Protokolle normalerweise in Ihrem Unternehmen, sagen wir mal RDP, redet immer über Port 3389, ja, zum Internet hin, und auf einmal redet RDP über Port 8888. Dann könnte so eine Lösung, unüberwachtes Lernen, Darktrace zum Beispiel sagen, hier kommuniziert ein Protokoll über einen ungewöhnlichen Port. Nicht anhand von vordefinierten Trainingsdaten, nicht anhand von hunderten von RDP-Sessions, die wir irgendwo anders gelernt haben und gefüttert haben, sondern anhand von der aktuellen Live-Umgebung. Das sind so ein bisschen die zwei großen Themen. Wo sind die Vor- und Nachteile hier? Die Vorteile sind, dass bei unüberwachtem Lernen die Angriffe entdeckt werden können, auch wenn sie neu sind, weil wir nicht vorher sagen müssen, das sind die Trainingsdaten. Ja, es können komplett neue Angriffe, neue Command-Control-Domänen, neue SQL-Injections, all diese Dinge erkannt werden. Das ist super mächtig. Deshalb können wir auch Dinge finden wie neue Advanced Persistent Threat-Angriffe. Deshalb enden wir nicht als Analysten in der Hölle, dass wir ständig nachtunen müssen und sagen müssen, ah, hier ist ein True Positive, da ist ein False Positive. Wir können neue Angriffe erkennen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Das ist das große Umschwenken im Denken. Es gibt auch Nachteile natürlich, dass kaum Bezeichnungen für diese Angriffe existieren. Wenn eine Lösung sagt, ein ungewöhnlich großer Datentransfer, ist das was anderes, als wenn eine Lösung sagt, hier ist der Configure-Wurm und man weiß sofort, was Sache ist. Das heißt, die Labels existieren nicht immer. Das ist ein Nachteil, definitiv, aber ein recht geringer. Wie gesagt, ich kontrastiere das gerade nur, weil ich erstmal generisch anfangen möchte und jetzt gleich gehe ich spezifischer rein, wie die Anwendung von diesem maschinellen Lernen tatsächlich in der Praxis aussieht und wie damit Angriffe gefunden werden. Und wie gesagt, ich habe zwei, drei ganz interessante Beispiele dabei. Wie nutzen wir das in Darktrace? Ich möchte es konkreter machen und darüber reden, wie wir das bei uns machen. Wir haben, lassen Sie sich von dem Bild hier nicht abschrecken, wir nutzen im Kern unüberwachtes Lernen, Anomalieerkennung. Und uns ist recht egal, auf welchen Daten wir das machen. Wir haben angefangen im Netzwerk, dass wir physische oder virtuelle Appliances nehmen und dann Mirrorports stecken, Spanports oder Tapports, also Core-Switches zum Beispiel, oder eine verteilte Architektur haben. Dann fängt Darktrace automatisch an zu sehen, aha, das ist das Netzwerk.
macht die Packet Inspection, also geht runter auf OSI Layer 7, dass es auch weiß, aha, Max Heinemeier macht normalerweise keine HTTP Post Request, sondern nur Get Request zu der Webseite. Auf einmal macht er viele Post Requests zu einer komischen URI. Das heißt, da sehen wir all diese Daten, können aber genauso gut, da wir ja im Netzwerk hängen, das Internet of Things sehen, OT und ICS. Wir können auch E-Mail-Daten betrachten mittlerweile, ist ein Standalone-Produkt, wo wir komplett gegen Spear-Phishing und gegen CFO-Fraud und andere Angriffe genau dasselbe machen oder Cloud- und SaaS-Daten. Im Kern, ganz unten, machen wir immer dasselbe, nutzen unüberwachtes Lernen wie das menschliche Immunsystem. Deshalb nennen wir diese Erkennungskomponente das Enterprise-Immunsystem. Ja, Darktrace sieht Daten, Netzwerkdaten, Packet Captures, E-Mail-Daten, Software-Service-Daten, lernt, was normal bedeutet, wie das menschliche Immunsystem und erkennt dann Anomalien. Zum Beispiel im E-Mail-Bereich wäre das, wenn wir in Office 365 sitzen und einfach nur anfangen, die Daten zu journalen und zu erkennen, was für E-Mails gesendet werden, wird Darktrace erkennen, okay, Max Heinemeier sendet E-Mails zu bestimmten Gruppen, zum Management in Darktrace und er sendet bestimmte Dateiformate, er redet über bestimmte Themen, ja, vielleicht Cybersicherheit, offensive KI, Medienthemen, aber auf einmal sendet Max Heinemeier ungewöhnlich große Datenmengen mit ungewöhnlichen Datentypen zu Empfängern im Internet, die so ähnlich aussehen wie Darktrace, vielleicht Darktrace, ja, ein Rechtschreibfehler oder eine geklaute Domäne und sendet da E-Mails hin. Und das könnte eine Reaktion auf Spear-Phishing sein. Das heißt, wir definieren wieder nicht vor, wie der Angriff aussieht, wie vorheriger Spam aussah, sondern basieren das rein auf dem Lebensmuster dieser Umgebung. Da nutzen wir das unüberwachte Lernen, können natürlich auch reagieren auf Angriffe, nicht nur erkennen, ja, ungewöhnliche Datenmenge zu einem seltenen Punkt im Internet als Beispiel oder jemand benutzt PSExec oder Admin Credentials im internen Netzwerk, was er vorher noch nie gemacht hat, könnte laterale Bewegung sein, sondern wir können auch reagieren und diese Angriffe stoppen. Und das ist der Kern, das Unüberwachte. Und obendrauf haben wir überwachtes Lernen gesetzt, um automatische Investigierungen und Analysen zu fahren. Wie gesagt, ich rede über das Thema hier jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Für mich ist das alles glasklar. Falls ich mich nicht klug genug ausdrücke oder irgendwas undeutlich ist, bitte die Fragen stellen. Ja, ich versuche das so verständlich wie möglich zu machen, aber ich habe kein visuelles Feedback, kein auditives Feedback. Deshalb ist es mir wichtig, dass wenn irgendwas unklar ist, einfach eine Frage stellen. Das heißt, im Kern macht Darktrace wie das menschliche Immunsystem Normalverhalten verstehen und dann Anomalien erkennen. Das Coole ist, weil wir keine Trainingsdaten brauchen, machen wir das lokal beim Kunden. Das heißt, wir lernen jedes Mal von der Pike auf, wenn wir irgendwo zum Kunden gehen. Wir nehmen nicht Daten von einer Bank oder einem Hospital oder einer Finanzbuchhaltungsunternehmung und lernen das und versuchen das auf andere Banken anzuwenden, sondern wir lernen immer wieder von der Pike auf, weil jedes Unternehmen einzigartig ist und senden die Daten nicht ins Internet. Das Lernen passiert lokal beim Kunden. Ja, wir können komplett offline funktionieren. Wir haben Kunden, die haben Frachtschiffe, wo Darktrace auf dem Schiff sitzt. Das Schiff geht aufs Meer für 9 Monate, hat kein Internet und Darktrace lernt weiter, funktioniert weiter. Man steckt es rein, es lernt innerhalb von ungefähr 5 bis 7 Business-Tagen. Also die initiale Lernphase sind 5 bis 7 Tage. Man muss nichts konfigurieren, man steckt es nur rein, es fängt an zu lernen und dann startet man die ersten Ergebnisse zu sehen. Und das Kluge ist, es lernt weiter. Das ist das Schöne, der Unterschied zwischen ehemaliger Stochastik und statistischer Anomalieerkennung und maschinellem Lernen. Das unüberwachte maschinelle Lernen kann kontinuierlich weiterlernen und auf neue Daten reagieren. Deshalb ist so ein Breakthrough passiert vor 7 Jahren, als wir das für Produkte eingesetzt haben. Das ist, was wir machen. Und warum machen wir das? Oder wie machen wir das? Naja, wir unterscheiden bei Darktrace. Ich habe ja gerade die Vor- und Nachteile aufgezeigt von überwachtem Lernen und unüberwachtem Lernen, Supervised und Unsupervised Machine Learning. Wir kombinieren beides. Initial für die Ersterkennung von Angriffen nutzen wir unüberwachtes Lernen für die initiale Spur, wenn man noch nicht weiß, was das ist. Zum Beispiel würde Darktrace sagen, Max Heinemeiers Laptop hat eine ungewöhnlich große Datenmenge zu einem seltenen Punkt im Internet gesendet. Oder dieser Laptop hier hat das Netzwerk gescannt, der hat eine ungewöhnlich große Anzahl an fehlgeschlagenen internen Verbindungen gemacht. Wenn wir über Dinge nachdenken wie ein Nmap-Scan zum Beispiel oder ein Angry IP-Scanner-Scan. Normalerweise, wenn ich so ein Reconnaissance, so eine interne Erkundung entdecken will, baue ich mir einen Use Case, der sagt, in traditionellen Tools, mehr als 20 Verbindungen zu bestimmten Ports, zu bestimmten Zielen im internen Netzwerk. Aber ein kluger Hacker wird natürlich nicht das machen, der wird sehr langsam sein, der wird nicht genau diese Ports angehen und dann bin ich wieder dabei zu tunen und habe False Positives und True Positives. Stattdessen bei Darktrace oder mit unüberwachtem Lernen sagen wir einfach, eine ungewöhnlich große Anzahl von internen neuen fehlgeschlagenen Verbindungen. Darktrace weiß ja, aha, hier ist ein Nessus-Scanner, da ist ein OpenBus-Scanner, da ist ein Qualys-Scanner, hier ist ein Admin, der scannt ständig das Netzwerk, das ist normal.
Aber der Laptop hier, Max Heinemeyers Laptop, der ist kein Admin, der ist kein Nessus-Scanner. Auf einmal, zum allerersten Mal, der das Netzwerk gescannt, eine riesige Verbindungsanzeige macht, die alle fehlgeschlagen sind, Supports, die er noch nie angefasst hat vorher. Das sieht nach einem Netzwerkscan aus. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, was das ist. Ja, das ist erstmal nur eine Spur. Und dann müsste ein menschlicher Analyst in den meisten Fällen sagen, okay, ich gucke mir das mal genauer an. Warum hat der Max Heinemeier das denn gemacht? Wieso würde er sich das angucken? Wieso würde er das Netzwerk scannen? Was macht er da? Ja, und das ist der zweite Schritt, wo wir dann das überwachte Lernen draufsetzen. Initiale Detektion, ungewöhnliche Datenmengen ins Internet gesendet oder ein komischer Netzwerkscan oder laterale Bewegung oder Verschlüsselungsaktivität, was ein Verschlüsselungstrojaner Ransomware sein könnte, erkannt durch unüberwachtes Lernen. Und dann obendrauf setzen wir überwachtes Lernen. Und das ist super cool aus meiner Perspektive und ein riesiger Unterschied zu vielen anderen. Wir haben in den letzten 3,5 Jahren gelernt, wie unsere Darktrace-Leute, unsere internen Analysten, wir haben internes Analystenteam, Cyberhunter, 100 Stück, die global arbeiten und ständig Kundennetzwerke betreuen. Und wir haben über 3 Jahre lang gelernt mit einem Chrome-Plugin, wie analysieren unsere Menschen Vorfälle? Ja, wie reagieren unsere Analysten darauf, wenn sie eine Detektion sehen? Wenn einer meiner Analysten sieht, aha, Max Heinemeier hat eine ungewöhnlich große Datenmenge ins Internet gesendet, was macht dieser Cyberanalyst in Darktrace? Klickt er auf Max Heinemeyers Gerät und versteht, was das Gerät gemacht hat? Oder guckt er sich erst die Daten selber an? Guckt er, ist das HTTP-Traffic? Sind das Dateien? Ist das sensible Informationen? Oder vielleicht ein anderer Workflow? Guckt er sich an, wo die Daten hingehen? Sie sehen hoffentlich, meine Damen und Herren, es kann verschiedenste Workflows geben, wie ein menschlicher Analyst so eine initiale Spur bearbeitet. Das haben wir quantifiziert über 3 Jahre gemessen, natürlich anonymisiert und mit deren Einstimmung von unseren Analysten und das Ganze mit überwachtem Lernen repliziert. Ich wiederhole es nochmal, weil es vielleicht ein bisschen viel ist für einige. Die initiale Spur, die wir zumindest erkennen, ist unüberwacht erkannt, ja. Einfach, hier ist eine Anomalie. Was ist das? Und sobald die Anomalie auftritt, rennt unser, was wir den KI-Analysten nennen, rennt der KI-Analyst los und lässt automatisch Playbooks und Workflows laufen, die überwachtes Lernen nutzen, gelernt anhand von vorherigen Analysen, die wir gefahren haben, über 3 Jahre in Darktrace-Umgebungen live. Und macht automatische Analysen, um dann zu verstehen, was ist das hier? Was sind das für Daten? Warum hat er das gemacht? Baut sich der KI-Analyst das überwachte Lernen Hypothesen auf, versucht das nachzuvollziehen und kommt zu einem Fazit. Sodass das Ergebnis ist, vielleicht habe ich 20 Anomalien die Woche in einem Netzwerk. Der KI-Analyst, das überwachte Lernen, rennt über alle drüber, analysiert die mit menschlichen Workflows und Playbooks und am Ende sagt er, hier sind nicht 20 Anomalien, die man sich anschauen muss, sondern vielleicht ein oder zwei Incidents, die voll triaged sind, also automatisch triaged sind, voll investigiert sind und ich direkt runterladen kann. Ich hoffe, das war nicht zu theoretisch. Ich werde jetzt gleich mal in die Praxisbeispiele reingehen und zeigen, wie das live aussieht. Aber warum haben wir das gemacht? Warum kam Darktrace um die Ecke mit diesen Lösungen? Warum nutzen wir generell KI in Cybersicherheit? Naja, eins der größten Probleme ist, dass es einfach zu viele Alarme gab. Ja, wenn ich rangehe mit Signaturen und ständig versuche, das Ganze mit Menschen zu tunen, haben wir keine Chance. Es gibt einfach zu viele Alarme in den meisten Lösungen und man kann nicht alles vordefinieren. Wir sehen es ja ständig. Ich glaube, der interessanteste Angriff, den wir mal gefunden haben, war ein Angriff gegen ein Casino in Nordamerika. Und das Casino hatte ein Aquarium, ja, ein riesiges Aquarium mit smarten Sensoren, smarten Thermometern. Und die Hacker haben eins der Thermometer in dem Aquarium gefunden, das zum Internet hinhing. Also ein ungesichertes Thermometer in einem Aquarium, in einem Casino. Das Thermometer hing versehentlich im Internet. Die Hacker haben das Thermometer gefunden, sich reingehackt, einfach über Telnet, ja, ein einfaches Passwort, und dann das Thermometer genutzt im Casino, um das Casino intern anzugreifen. Und ich wüsste nicht, wie ich vordefinieren würde in einem Intrusion Detection System oder in einem SIEM Use Case, wie ich sowas jemals finden würde. Darktrace hat einfach gesagt, hier ist ein IoT-Gerät, das hängt im Internet, kein anderer hängt im Internet. Das wird angesprochen aus dem Internet von ganz vielen IP-Adressen über Telnet. Kein anderer spricht Telnet. Und dieses komische IoT-Gerät scannt das interne Netzwerk. Kein anderer scannt das interne Netzwerk. Ja, nur um das mal zu kontrastieren. Die Bedrohungslandschaft ändert sich zu schnell. Wir sehen ständig neue Verschlüsselungstrojaner-Angriffe, jede Woche mehrere. Und wir finden, Tools sind zu technisch. Es kann nicht sein. Wir wollen nicht, dass Sie, meine Damen und Herren, sich zu Cyber-Huntern entwickeln. Und obwohl das Thema cool und interessant ist, denke ich, Sie sollten sich auf Ihr Business konzentrieren können. Ja? Zumindest ist das unser Ansatz. Wir wollen, dass wir so viel wir können automatisieren, mit klugen Tools, so viel es geht visualisieren und die Einstiegshürde so niedrig wie möglich ist. Wenn wir mal 20 Jahre zurückdenken oder 10 Jahre vielleicht nur, früher haben wir häufig Massen von Analysten gehabt, die sich ständig nur PCAPs angeschaut haben, Bits und Bytes. Und die mussten extrem viel Expertenwissen haben. Solche Leute sind teuer, das skaliert nicht.
Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Mit klugen Tools, die KI nutzen, wie zum Beispiel Darktrace, ist die Einstiegshürde extrem niedrig, weil das Tool 95% der Arbeit macht. Jetzt würde ich aber gerne in die richtig interessanten Themen reingehen und mal einsteigen und darüber reden, wie zwei oder drei Angriffe aussehen und KI gefunden wurden, die wir vor kurzem selber gesehen haben. Das erste Beispiel ist APT41, die chinesischen Staatshacker. Das war eine Kampagne, APT steht für Advanced Persistent Threat, also eine fortgeschrittene Angriffsgruppe. 41 ist einfach die Nummer, die dieser Gruppe gegeben wurde. Und das war eine Kampagne, eine Angriffskampagne, die wir am 8. und 9. März gesehen haben dieses Jahr. Und die öffentliche Zuweisung zu APT41, das waren nicht wir. Wir haben nicht gesagt, das sind die Chinesen, das machen wir nicht sowas, Attribution. Aber diese öffentliche Zuweisung fand erst am 25. März statt. Das heißt, wir haben das mit unseren Kunden über 2,5 Wochen, bevor es irgendwer anders gesehen hat, schon bereits gesehen. Es war eine breit angelegte Kampagne, die gegen diverseste Industrien ging und es hat einen Zero Day ausgenutzt. Ein Zero Day ist eine technisch sehr mächtige Waffe, quasi eine Schwachstelle, für die noch keine Patches existieren. Und hier war es eine Schwachstelle gegen die Zoho Manage Engine. Da gibt es mittlerweile eine Nummerierung aus der CVE hier, aber zu dem Zeitpunkt war es ein Zero Day. Zoho ist einfach ein Webserver, der was macht. Ich gehe gleich mal auf den Zeitstrahl ein, um wie wir das Ganze erkannt haben. Aber das hier ist quasi der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, ja? Ein gezielter Angriff von einem nationalstaatlichen Angreifer, der vorher noch nie gesehen wurde, wo es keine OSINT, Open Source Informationen zu gibt und der einen Zero Day nutzt. Das ist die Hölle sozusagen. Ja, das ist der schlimmste Angriff, der Boogeyman in IT Security. Und der Angreifer hat auch noch CrowdStrike und Meterpreter genutzt, also sehr fortgeschrittene Tools. Der initiale Server, der angegriffen wurde, hing im Internet. Ja, das heißt, das war der Zoho Managed Engine Server und der war Internet-facing. Wie sah der Angriff aus? Und jetzt kommt endlich die Kombination aus Echtweltangriff und wie es mit KI entdeckt wird. Jetzt werden wir konkret. Wie sah der Angriff aus? Ich gehe nicht durch jeden Schritt durch, aber Initial Compromise, der initiale Kompromittierung, war die Exploitation von diesem Webserver. Das heißt, der Internet-facing Webserver wurde angegriffen mit diesem Zero Day und Remote Code Execution wurde geschafft. Das heißt, der Server wurde übernommen. Was hat der Angreifer dann gemacht? Der Angreifer hat versucht, sich seine Malware runterzuziehen, seine Backdoors, in Form von bösartigen Batch-Skripten. Was hat Darktrace gesagt? Ja, Darktrace hat nicht gesagt, da ist eine Zoho Manage Engine Schwachstelle. Ja, das war ja unbekannt zu der Zeit, aber das Verhalten haben wir gesehen. Sobald das stattfand, hat Darktrace gesagt, dieser Server hat auf einmal Skriptdateien, Bash- und Shell-Skripte runtergezogen von seltenen Domänen im Internet, die niemals von diesem Server angefasst worden sind, die niemals von irgendwelchen anderen Servern angefasst worden sind und die niemals von der gesamten Umgebung angefasst worden sind. Das heißt, hier kamen mehrere schmale Anomalien zusammen. Ja? Der Server redet niemals mit dieser Domäne. Generell redet niemand damit. Außerdem zieht sich dieser Server niemals unverschlüsselt Bash-Skripte runter von seltenen Domänen. Das heißt, da haben wir nicht gesehen, aha, da ist ein Zero Day, wir müssen eine neue Signatur schieben, sondern das Verhalten war da. Kurz darauf, sehen Sie ja hier, ein paar Minuten später, hat sich derselbe Server Executables, also Excel-Dateien, von anderen Webseiten runtergezogen. Auch hier hat Darktrace wieder gesagt, sehr ungewöhnlich, warum würde er das machen? Nicht nur Skripte, sondern jetzt auch noch Executable-Dateien. Sehr seltsam. Dann, kurz darauf, fing der Command-Control-Traffic an. Wenn ich jemanden infiziere, ich bin ja Ex-Hacker selber, wenn ich jemanden infiziere, mache ich dann, was man Command-Control-Traffic nennt, um das Ganze fernzusteuern. Hier haben wir gesehen, dass wir Verbindungen gesehen haben über SSL, also sogar verschlüsselt, zu der Webseite exchange.dump1.com. Das Interessante ist, wie würde man das normalerweise finden? Normalerweise ist das extrem schwer. Einmal ist es verschlüsselt. Zweitens war diese Domäne, diese böse Domäne, unbekannt zum Zeitpunkt des Angriffs. Ja, das heißt, es gab keine Threat Intelligence, die man hätte nehmen können und sagen können, wir haben den Angriff schon mal gesehen. Wir haben es erkannt mit unüberwachtem Lernen, mit der Anomalieerkennung, weil dieser Server niemals zu dieser Domäne gesprochen hat, die komplett neu war für das Netzwerk, niemals über diese verschlüsselten Protokolle, über diese Cipher Suites, über diese JA3, JA3 Handshakes und niemals in dieser Frequenz, ja, niemals hunderte von Verbindungen hin und her, über ein paar Minuten. Das Ganze ging dann weiter. Ich will jetzt die Reste nicht durchgehen, aber ich hoffe, Sie sehen, wie der Unterschied ist, ja. Normalerweise, wenn ich so einen Angriff finden will, muss ich darauf vertrauen, dass mein Schwachstellenmanagementsystem das gefunden hat, dass ich das gepatcht habe. Aber hier war es ein Zero Day, keine Chance. Normalerweise müsste ich vordefinieren, wie die Malware aussieht über Signaturen. Keine Chance, weil sie unbekannt war. Normalerweise müsste ich Threat Intelligence nutzen, um zu sehen, wie die bösen Domänen im Internet aussehen. Keine Chance, weil es noch nie gesehen wurde vorher. Wir haben jeden Schritt hier im Angriffslebenszyklus gefunden, sogar später die laterale Bewegung, wo der Angreifer Third Util genommen hat, also einen normalen Living of the Land Methodologie, einen normalen Living of the Land Tool auf Windows-Servern, um weitere Malware runterzuziehen. Selbst das haben wir gesehen,
weil dieser Nutzeragent CertUtil nicht genutzt wird, um Excel-Dateien aus dem Internet zu ziehen. Ich hoffe, das macht es gerade ein bisschen deutlicher, wie KI tatsächlich konkret genutzt wird, schon um Angriffe zu finden und aufzuhalten. Das Ganze ist natürlich irrelevant, wenn das vielleicht ein Alarm war von Tausenden von Alarmen im System. Ja, dann bräuchte ich wieder super Cyberspezialisten, ein tolles Team und das Ganze skaliert nicht. Was Sie hier gerade sehen, meine Damen und Herren, war in dem 8-Tage-Zeitraum vom 6. März bis zum 14. März alle Alarme, die in diesem Kundennetzwerk anonymisiert zu sehen waren, für Darktrace. Was wir hier sehen, sind 1, 2, 3, 4 und die anderen beiden können Sie nicht sehen, die sind verdeckt, 5, 6 Alarme. 6 Incidents, die vom KI-Analysten automatisch investigiert wurden und gezeigt wurden. Das heißt, im Zeitraum des APT-Angriffs, im Zeitraum, wenn diese Chinesen hier angegriffen haben, haben wir 6 Vorfälle über einen 8-Tages-Zeitraum gesehen. Ich glaube, wir haben hier 5000 Geräte im Netzwerk, also ein recht großes Netzwerk. Und das erste, das große, der erste Vorfall, der einzige, der hier riesig raussticht, war der APT-Angriff. Das heißt, selbst ein Junior-Analyst, selbst ein Systemadministrator, der sich nicht täglich mit Cybersicherheit auskennt, hätte das sofort sehen können und sofort eskalieren können. Wie sah das in Darktrace selber aus? Und dann gehe ich zum nächsten Beispiel über. Das hier ist, was der KI-Analyst angezeigt hat. Ja, nachdem die initiale Anomalie erkannt wurde, da ist komisches Beaconing, da werden Dateien runtergezogen, hat der KI-Analyst, der wie Menschen arbeitet, sich das angeschaut und mit dem überwachten Lernen das Ganze investigiert und analysiert. Und das hier ist das Ergebnis. Der KI-Analyst hat gesagt, an diesem Gerät MilDesk 01 waren drei große Vorfälle, potenzieller SSL Command Control Traffic, potenzieller HTTP Command Control Traffic und der Download von ungewöhnlichen Dateien. Wir sehen sogar auf der Zeitlinie, dass SSL Command Control Traffic sehr lange stattfand, HTTP nur über ein paar Stunden und der Download der Files ganz am Anfang war. Und wir sehen mit natürlicher Beschreibung, wir könnten das auch übersetzen lassen im Tool auf Deutsch oder Spanisch oder Französisch oder Japanisch, was stattfand, ja, hochlevelig. Und wir sehen sogar hier die böse Domäne, 100% selten für das Netzwerk. Zu welchem Port ging das? Wie viele Verbindungen wurden gemacht? 4000. Wie viele Daten gingen ins Internet? Fast 25 Megabyte. Das heißt, wir haben alles auf dem Silbertablett. Das Einzige, was der Kunde noch machen muss, ist auf den Button hier drücken, um diesen Report hier einfach runterzuziehen. Das heißt, da musste nicht mal ein Cyber-Experte reinkommen, das auseinander analysieren, Logs sich ziehen. Das war alles auf dem Silbertablett präsentiert. Die Kunden, die betroffen waren, konnten sofort reagieren und den Report den Behörden geben, weil es ja ein Nationalstaatenthema ist, ja, sehr sensibel, konnten sie darauf eingehen. Ich hoffe, das macht soweit alles Sinn. Ich würde ganz gerne noch in ein weiteres Thema reingehen, bevor wir dann mal in die Fragerunde gehen und gucken, was für Fragen wir haben, was für Anmerkungen da sind. Ich habe natürlich auch noch ein zweites oder noch ein drittes oder ein viertes Beispiel, falls wir da noch drüber reden wollen. Aber das nächste Beispiel, das ich hier bringen möchte, aus der Echtwelt, ist ein bisschen anders. Wir haben ja bisher hauptsächlich über Erkennen von Angriffen geredet. Wir haben hauptsächlich darüber geredet, wie könnte man KI nutzen, um Angriffe zu erkennen, um zu erkennen, wenn irgendwo was Böses passiert, wenn irgendwo zurzeit ein Angriff stattfindet und wenn traditionelle Ansätze wie SIEM-Lösungen oder ein Intrusion Detection System oder ein Antivirus das nicht erkannt hat. Und glauben Sie mir, ich habe diese Woche erst wieder zwei Vorfälle gehabt hier in Großbritannien, wo Kunden Antivirenlösungen haben. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es war eine große wie Symantec, McAfee, Sophos, ja, eine von den großen und auch eine fortgeschrittene Lösung hat, wie zum Beispiel ein EDR oder eine Microsoft ATP. Ich möchte jetzt wieder nicht genaue Technologien sagen, aber es war ein guter Stack und trotzdem sind die Verschlüsselungstrojaner komplett vorbeigeflogen an allen Lösungen und haben sich installiert und die ganze Umgebung verschlüsselt, weil sie halt keine Signaturen hatten, weil der Angriff ein bisschen anders aussah als vorherige Angriffe und dementsprechend nicht erkannt worden sind von bestehenden Tools. Wenn wir solche Angriffe haben, die super schnell funktionieren, Verschlüsselungstrojaner brauchen meistens nicht Monate, sondern die wir zurzeit sehen, sind in wenigen Tagen oder wenigen Stunden unterwegs. Ja, sobald die anfangen zu verschlüsseln, ist die Zeit meist schon vorbei, dass man darauf reagieren kann. Das heißt, es wäre gut, wenn wir mit KI die Angriffe nicht nur erkennen können, sondern auch stoppen können. Da würde ich gerne ein bisschen drüber reden, wie wir das machen. Ich habe ja vorhin schon mal gezeigt, wir haben bei Darktrace zwei große Lösungen. Einmal das Enterprise Immunsystem. Ich gehe noch einmal kurz auf die Slide zurück. Das Immunsystem, das ungewöhnliche Aktivitäten erkennt. Ja, da haben wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet. Aber wir wollen Angriffe natürlich auch stoppen. Nicht nur erkennen, sondern stoppen, während sie passieren. Da nutzen wir, was wir Antigena nennen, die Autonomous Response Lösung. Was machen wir hier? Wenn Darktrace an ungewöhnlicher Aktivität erkennt, kann Antigena darauf reagieren. Technisch wird diese Reaktion ausgelöst über Integration in Firewall, zum Beispiel ActiveLists,
über unsere API, Integration in Network Access Controls, über das Senden von TCP Resets. Es ist uns ganz egal, wie wir das machen, genau, wir arbeiten mit der Kundenumgebung. Aber das Clevere ist nicht, wie wir den Block senden, sondern die Intelligenz hinterm Block. Normalerweise, wenn Sie jetzt hören, okay, da erkennt irgendwas im Netzwerk und dann wird was gestoppt, das klingt für mich wie ein Intrusion Prevention System, das kein Mensch live laufen hat, weil es immer nur das Business stoppt. Ja, Geschäftsprozesse werden ganz häufig zerschossen von Intrusion Prevention Systemen. Deshalb nutzen das wenig Leute live und stoppen Angriffe. Aber wir machen es anders bei Darktrace. Anstatt zu sagen, binär, das ist ein Angriff, jetzt wird das System in Quarantäne gesteckt, nutzen wir das gelernte Normalverhalten und forcieren das. Was heißt das? Und ich habe gleich ein Beispiel dafür. Naja, Darktrace lernt ja, oder mit unüberwachtem maschinellem Lernen kann man ja lernen, was Normalverhalten bedeutet. Was Max Heinemeyers Laptop immer macht, was die industriellen Kontrollsysteme machen, was die PLCs machen, was die Kernkraftwerkssysteme machen, was die Finanzdaten machen, was die Finanzabteilung macht, was HR macht. Das wird ja alles automatisch gelernt, da muss ich keinen Zutun machen. Wenn ich jetzt einen potenziellen Angriff sehe, kann ich erstmal extrem vorsichtig sein und sagen, das Gerät sieht aus, als würde es angegriffen werden. Ich forciere das Normalverhalten. Was auch immer das Gerät macht, was auch immer Max Heinemeyer normalerweise macht, zum Beispiel SharePoint benutzen, zu Reddit gehen, YouTube benutzen, VPN benutzen, das darf er weitermachen. Aber die Anomalien außen drumherum, die Dinge, die unnormal sind, die außerhalb des normalen Lebensmusters liegen, die werden gestoppt. Zum Beispiel, wenn Max Heinemeyer normalerweise zu Reddit geht, GoToWebinar macht und zum SharePoint bei Darktrace geht und normale Betriebsprozesse macht, darf das weitergemacht werden. Aber im Hintergrund der Download von Excel-Dateien von komischen Webseiten, die Verbindung zu seltenen chinesischen Webseiten und russischen Webseiten, was wie Command-Control-Traffic aussieht, das Scannen des internen Netzwerkes für Reconnaissance, das Bewegen von Laptop zu Laptop, von seinem Laptop zu anderen Laptops über PSExec und RDP, was er nie macht, weil er kein Admin ist, all diese Dinge, die komplett außerhalb des normalen Lebensbereichs liegen, werden gestoppt. Das Kluge ist, wir stoppen nicht, wir können natürlich auch ganz hart Quarantäne forcieren, aber das Kluge ist, im ersten Schritt wird erstmal nur das normale Lebensmuster, was wir ja gelernt haben, forciert, sodass die Betriebsprozesse nicht gestört werden. Aber die Angriffsprozesse, die von außen kommen und ungewöhnlich sind, werden unterbrochen, nicht um für immer gestoppt zu sein, sondern um dem Sicherheitsteam, um ihrem Team die Zeit zu geben, darauf zu reagieren. Das ist der Gedanke dahinter, warum wir auch mit Angriffen auf Angriffe reagieren können, weil manchmal ist ein Angriff zu schnell, um für ein menschliches Team irgendwas tun zu können. Wie sieht das Ganze live aus? Ich habe ja gerade schon mal mir ein Beispiel ausgedacht, meinem eigenen Laptop hier. Ich würde das Ganze aber mal gerne durchsprechen von einem Beispiel, das wir im Januar gesehen haben, das einige von Ihnen vielleicht kennen. Nicht aus unserer Perspektive, nicht wie KI eingesetzt wird, sondern weil Sie wahrscheinlich selber am Patchen waren und sich damit auskannten. Ich rede von einer Schwachstelle, einem Zero Day in Citrix NetScaler. Was war das Ganze? Wir haben ja eine Kampagne gesehen, das war im Januar diesen Jahres, wo Citrix NetScaler angegriffen wurde. Auch hier reden wir wieder von Servern, die im Internet hängen. Citrix, meistens sind es ja VPN-Server oder SSL-Gateway-Server. Sobald diese Citrix NetScaler-Schwachstelle, hier haben wir auch wieder den CVE, öffentlich wurde, wurde es sofort ausgenutzt, ich glaube am nächsten Tag oder zwei Tage später, von verschiedenen Angreifern. Einer dieser Angreifer hat eine Kampagne gestartet, um Bitcoin-Mining durchzusetzen. Das heißt, wir haben 80 Kunden gesehen, die hiervon betroffen worden sind und das Ziel des Angreifers war es, Bitcoin-Mining durchzuführen. Das ist ein ganz typischer Angriff im aktuellen Klima, generell zur aktuellen Bedrohungslandschaft. Wir sehen unglaublich viele Angriffe gegen Internet-Facing-Geräte, gegen Server, die im Internet hängen. Kann man spekulieren, warum das so ist? Wir denken persönlich, es gab schon länger einen Trend, dass mehr und mehr Schwachstellen rauskommen, die gegen Internet-Facing-Geräte gehen. Aber auch wegen Covid-19, wegen Corona, haben wir einen extremen Anstieg gesehen an neuer Infrastruktur, die schnell ins Internet gestellt wird. Neue RDP-Server, neue SSH-Server, neue VPNs, neue Firewalls, um die Remote-Working-Situation machbar zu machen. Das heißt, da kommen Dinge zusammen, was auch immer der Grund ist. Das Resultat ist, dass wir extrem viele Angriffe sehen, die gegen Internet-Facing-Geräte gehen. Einer dieser Angriffe war eine Bitcoin-Mining-Kampagne. Wir haben den Angriff gestoppt, ohne Signaturen zu nutzen, ohne den Zero Day zu kennen. Ich würde ganz gerne zeigen, wie das funktioniert hat, wie Darktrace reagiert hat, ohne die normalen Betriebsprozesse zu stoppen. Das heißt, wir haben die Bitcoin-Mining-Kampagne gestoppt bei den Kunden, die betroffen waren, ohne Citrix NetScaler an der normalen Betriebsfunktion zu hindern. Der konnte weiterhin VPNs anbieten, der konnte weiterhin SSL-Gateways anbieten, der konnte weiterhin all diese Dinge machen, ohne dass das eingeschränkt war. Aber die Kampagne, die vorher noch nie gesehen worden ist, der Zero Day, die neue Schwachstelle, wurde gestoppt,
sodass die Kunden sehen konnten, ah, okay, da passiert irgendwas Schlimmes, ich muss mich mal darum kümmern, hier die Root Cause zu analysieren. Was haben wir gemacht? Wie sah der Angriff aus? Fangen oben links an. Als die Schwachstelle ausgenutzt wurde, wurden wieder Dateien aus dem Internet runtergeladen zu den Citrix NetScaler Servern. In diesem Fall waren es Script-Files, und zwar Shell-Files, weil die Citrix Server auf Linux laufen. Das heißt, hier wurden Dateien runtergeladen, die ci.sh heißen. Das an sich kann schon mal passieren, ja. Aber hier wurden diese Script-Files von 100% seltenen Internetadressen geladen, die in Russland liegen. Hier sehen wir auch die IP-Adresse. Darkface hat gesagt, hier ist eine Anomalie. Script-Dateien werden von seltenen externen Zielen runtergeladen und es ist extrem ungewöhnlich, weil diese Server, Citrix NetScaler Server, machen das niemals. Sie ziehen sich niemals Skripte von russischen Servern. Sehr seltsam. Selbst unsere osteuropäischen Kunden machen nicht dieses Verhalten. Dann sehen wir es hier. Knapp 6 Sekunden später hat das Gerät versucht, Exe-Dateien runterzuladen von ukrainischen Servern. Ja, auch hier wieder. Citrix NetScaler Server zieht sich manchmal Updates von Citrix. Das ist okay. Das sind IP-Adressen, die sind bekannt. Die werden immer genutzt in diesem Unternehmen. Aber niemals werden unverschlüsselte Exe-Dateien von seltenen ukrainischen Servern runtergeladen. Ja, wenn ich das so sage, macht das komplett Sinn. Auf der rechten Seite sehen wir die ganze Leiste von Anomalien chronologisch von ganz unten nach ganz oben, die Darkface gezeigt hat. Das war nicht ein einzelner Alarm, das waren Dutzende von Alarme, extrem offensichtlich. Und denken Sie dran, meine Damen und Herren, wir reden hier über einen Zero-Day-Angriff von einer neuen Kampagne. Was hat Antigena gemacht? Wie haben wir darauf reagiert? Maschinell, automatisiert. Naja, Antigena hat gesagt, okay, das sind viele Anomalien, das ist extrem seltsam. Was ist die Reaktion? Die Reaktion ist, dass wir in die Firewalls gehen, die wir integriert sind, und die Active Lists anpassen, sodass für 4 Stunden bestimmte Aktivitäten geblockt werden. Was wurde geblockt? Geblockt wurde das ungewöhnliche Verhalten. Antigena hat gesagt, ich forciere das Normalverhalten für dieses Gerät. Was auch immer der Citrix NetScaler Server macht, kann er weitermachen. VPNs anbieten, SSL-Gateway-Funktionalitäten. Aber das Runterladen von mehreren Dateien aus dem Internet, die ungewöhnlich sind, also Second Stage und Third Stage Payloads, wird geblockt. Das darf nicht passieren. Der Command-Control-Traffic zu russischen Servern wird geblockt. Die Bitcoin-Mining-Versuche, die versuchen Bitcoin-Mining-Hashes rauszusenden zu Bitcoin-Mining-Pools, wird geblockt. Das heißt, wir haben diesen Angriff gestoppt, ja, bevor er eskalieren konnte, ohne die normalen Betriebsprozesse anzufassen, sodass das Team innerhalb von 4 Stunden hingehen konnte und sagen konnte, oh mein Gott, wir müssen doch mal die Advisory von Citrix in Ankauf nehmen und vielleicht einen zweiten Faktor vorschalten, den NetScaler Server hinter dem DMZ schalten oder einen Load Balancer vorschalten. Der darf nicht direkt im Internet hängen, genau aus diesem Grund. Und das für mich bläst mich, das haut mich immer noch komplett um, dass wir eine Zero-Day-Kampagne nicht nur erkennen konnten, sondern stoppen konnten, ohne, und das ist das Wichtige, wir haben ja keine neuen Signaturen geschoben. Wir haben bei Darktrace nicht gesagt, oh mein Gott, da ist eine neue Bitcoin-Mining-Kampagne, wir haben die jetzt in einem Kunden gesehen, wir müssen alle anderen Kunden schützen. Das haben wir nicht gemacht. Darktrace hat out of the box mit Antigena komplett so funktioniert, weil, und hier ist wieder das Clevere, zurück zu unserem generellen Thema mit KI, weil die KI erkannt hat automatisch, das ist ungewöhnliches Verhalten und wir müssen darauf reagieren. Ich weiß, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörer, ich habe einen ziemlichen Deep Dive hier anhand des Beispiels von Darktrace gemacht. Tut mir leid, ich arbeite für Darktrace, das sind die besten Beispiele und die konkretesten, die ich bringen konnte. Ich wollte trotzdem das Ganze so generisch aufziehen, wie ich konnte. Ich würde Sie ganz gerne an dieser Stelle auf unseren Blog verweisen, auch der Darktrace-Blog, darktrace.com/en oder de/blog. Und im Blog reden wir ständig über genau diese Art von Angriffen. Ja, der APT-Angriff, über den ich vorhin geredet habe, die Chinesen, ist hier komplett in Details, in viel mehr Details, als ich durchgegangen bin. Nochmal mit der Timeline. Nochmal mit den KI-Analysten vor Anzeigerin, hier mit den genauen Anomalien, die wir gesehen haben. Natürlich auch mit den IOCs, mit den Indicators of Compromise. Wenn Sie selber mal gucken wollen, wo wurden wir vielleicht davon angegriffen, können sich die auch alle ziehen. Wenn Sie sehen wollen, wie Darktrace Verschlüsselungstrojaner stoppt, zum Beispiel mit KI. Wir haben hier Angriffe gesehen von vorher noch nie gesehener Verschlüsselungstrojanern. Antigena war da, hat die Verschlüsselung gestoppt, bevor sie Schaden anrichten konnte. Ja, wir gehen ganz genau darauf ein. Die meisten Blogposts sind so 5 bis 10 Minuten Reads, also schön für eine Kaffeepause oder Mittagspause. Ich möchte Sie jetzt hier gar nicht für eine externe Quelle verweisen, aber die sind, denke ich, sehr gut geschrieben und sehr detailliert, wenn es um technische Details geht. Also hier gerne die Anregung, wenn Sie ein bisschen mehr in die Details einsteigen möchten, an diesen Threat Stories interessiert sind. Auf unserem Blog sind diverseste und wir schieben wöchentlich neue davon raus. Ich bin ziemlich am Ende mit meinem Content. Ich habe natürlich noch ein bisschen Backup-Content, ich habe noch ein paar Sachen, über die ich ganz gerne reden möchte, reden könnte.
Ich gucke mal rein. Ich sehe, hier sind ein paar Fragen gekommen, was natürlich super ist. Ich gehe die gleich mal ganz kurz durch. Vielen Dank schon mal für die Fragen. Wenn noch andere Anmerkungen sind, jetzt ist ein super Zeitpunkt. Ich weiß, ich rede sehr schnell, ich rede recht flott, ich kenne die Thematik sehr gut. Entschuldigung, wenn ich vielleicht ein bisschen überwältigend war. Lassen wir das Ganze ein paar Minuten einsinken. Wir haben ja noch 9 Minuten übrig. Wenn noch Fragen sind oder Anmerkungen, bitte, bitte jetzt im Chat schreiben, in den Questions schreiben. Ansonsten werde ich gleich mal durch die Fragen durchgehen, die wir schon haben. Wird als letzten Punkt nochmal darauf verweisen, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben, das muss überhaupt nicht Darktrace-spezifisch sein, ja. Ich bin persönlich über Twitter erreichbar, @ShellDemon. Ich bin auch bei Xing unterwegs, bei LinkedIn unterwegs, als Max Heinemeier oder Maximilian Heinemeier. Wenn Sie Darktrace ansprechen möchten, @Darktrace. Und natürlich, das habe ich noch nicht erwähnt, wir machen kostenlose Teststellungen. Ja, wenn Sie sagen, hey, das klingt alles ganz nett, Deployment dauert nur 1 Stunde. Im E-Mail-Bereich ist es sogar noch schneller, weil wir nur ein API-Key ändern müssen in Office 365. Dann können wir sofort Spear-Phishing stoppen, nutzen dieselben Anomalieerkennungen im E-Mail-Bereich. Wenn es über das Netzwerk geht, worüber ich heute die meiste Zeit geredet habe, können wir das auch da virtuell oder physisch deployen. Wie auch immer, wir machen 30-tägige kostenlose Teststellungen, wo Sie Darktrace nur reinstöpseln, Darktrace fängt an zu lernen. Sie kriegen Zugriff auf Ihre Umgebung. Wir assistieren, helfen, machen Reports und sagen, da ist eine Firewall kaputt, hier ist ein Nationalstaatenangreifer, hier werden Daten ins Internet geschoben, das ist ein Insider-Threat. Kriegen Sie ein paar Reports über die 30 Tage, können direkt darauf reagieren und live sehen, ob so eine KI in Ihrem Netzwerk oder Ihrer E-Mail-Umgebung Mehrwert bringen kann. Wir haben Kunden in allen Segmenten der Industrie, seien es Banken, seien es Wasserkraftwerke, seien es Staaten oder Städte wie Las Vegas, die Stadt von Las Vegas, seien es Autohersteller, seien es ja, medizinische Hersteller, Krankenhäuser. Das Kluge ist halt, dass Darktrace immer wieder von der Pike auf lernt. Deshalb ist es uns recht egal, wo wir deployed sind. Wenn Sie, Entschuldigung, dass ich so viel rede, ich gehe jetzt gleich auf die Fragen ein. Wenn irgendwelche Anmerkungen sind, schreiben Sie uns eine E-Mail, info@darktrace. Wir freuen uns tierisch über Feedback, ja. Wir machen gerade mehr von dieser Art von Webinaren und Seminaren. Wenn Sie sagen, Herr Heinemeier, das war kompletter Quatsch, schreiben Sie mir das. Ich würde mich tierisch freuen, dann kann ich es das nächste Mal verbessern. Wenn Sie sagen, Darktrace klingt interessant, ich würde es gerne mal testen oder nur ein Gespräch haben, mal ein bisschen drüber reden, mehr verstehen, schreiben Sie uns, würde ich mich auch tierisch drüber freuen. Jegliche Art von Feedback ist super willkommen. Das war mein Content für heute. Wir haben natürlich noch ein paar Minuten. Ich gehe noch mal kurz auf die Fragen ein. Würde Sie auch weiterhin bitte, sehe, hier sind noch mehr Fragen gekommen, das ist super. Würde Sie auch weiterhin bitten, noch mehr Fragen zu stellen. Ich gehe mal auf die erste Frage hier ein, die noch mal war, wenn, ich extrapoliere das mal gerade hier, wenn unüberwachtes Lernen wie Darktrace in ein Unternehmen kommt, das schon infiziert ist, lernt es dann die Infektion nicht als normal? Das ist eine super Frage. Das ist ein typisches, wir nennen das Data Poisoning im Machine Learning Bereich. Und wir sehen das ständig. Ja, wir kommen in irgendein Unternehmen rein, lernen, was normal bedeutet, und es sind schon existierende Infektionen da. Vielleicht ist da schon ein Botnetz drin, vielleicht ist da schon ein Angreifer, der sich ganz langsam durchbewegt. Und wir erkennen es trotzdem in den allermeisten Fällen. Ich weiß natürlich nicht, was die False-Negative-Rate ist von den Dingen, wo wir blind sind, aber wir reden ja weiter mit den Kunden und wir würden sehen, wenn auf einmal ein großer Breach passiert, und bisher war das bei unseren Kunden noch nicht der Fall. Wir erkennen es trotzdem. Das ist ein typisches Data-Poisoning-Problem. Was ist, wenn wir eine bestehende Infektion als normal lernen, weil wir ja von der Pike auf lernen? Und das ist ja nicht nur ein Darktrace-Problem potenziell, sondern generell für KI in dem Bereich, für unüberwachtes Lernen, Anomalieerkennung. Naja, der Trick ist, den wir zumindest anwenden, ist, wir lernen Normalverhalten für jedes einzelne Gerät, dann, also für sich selber, dann kontrastieren wir das zur Peer-Gruppe, zu ähnlichen Geräten, die wir automatisch bauen, und dann erkennen wir das. Und dann erkennen wir das, wenn man das Ganze auf das große Netzwerk anwendet. Das heißt, das Ganze geht auch noch weiter. Man guckt nicht nur auf die Geräte selber, wir gucken nicht nur auf die Peer-Gruppen, wir schauen auf das gesamte Netzwerk, sodass selbst wenn einige Geräte infiziert sind, sehen wir, dass nicht nur das Gerät selber infiziert ist, ja, und vielleicht lernen wir das als normal, dass ein Gerät für sich infiziert ist und das ist normal für das Gerät. Aber das Gerät kontrastiert zu der Peer-Gruppe, wird immer noch rausstechen wie ein brennender Pfosten. Ja, im Englischen sagt man like a sore thumb, wie ein schmerzender Daumen. Mir fällt gerade die Analogie auf Deutsch nicht ein, aber Sie verstehen, was ich sagen will. Und wir sehen das häufiger. Ich habe ein kleines Beispiel, Entschuldigung, dass ich über das eine Beispiel rede hier, über die eine Frage. Wir haben die Lazarus-Gruppe gesehen. Das sind wieder nicht wir, die das gesagt haben, aber andere Truppen haben das gesagt, dass das Lazarus ist. Die Nordkoreaner in einem Proof of Value. Das heißt, wir kamen rein, nur 30 Tage, kleine Sichtbarkeit. Wir haben gesehen, ein Laptop war seit Tag 1
am Verbindungen machen zum Internet. Und zwar immer zu einer komischen IP-Adresse. Das war normal für diesen Laptop, aber er war der Einzige, der zu dieser IP geredet hat. Und der Laptop hat immer Post-Requests gemacht über HTTP, also immer dieselben HTTP-Anfragen, alle 12 Stunden zu dieser IP-Adresse. Darktrace hat nicht gesagt, komisch für das Gerät, aber es hat gesagt, hey, kein anderer redet dahin, kein anderer macht nur Post-Requests ohne GET-Requests vorher und keiner der Peer-Gruppen macht irgendwie 12-stündige Frequenzen zur Kommunikation. Und es stellte sich raus, diese IP-Adresse, die da kommuniziert wurde, gehörte zur Lazarus-Gruppe, den Nordkoreanern. Und auch wieder haben wir es gesehen und erkannt, bevor es überhaupt öffentlich bekannt wurde. Das heißt, selbst in vorbestehenden, existierenden Infektionen können wir das finden. Man könnte natürlich das Argument anführen und sagen, was ist denn, wenn alles infiziert ist? Ja, sehen wir manchmal auch tatsächlich. Wir sehen es trotzdem, weil das Verhalten überall komplett haywire ist, komplett seltsam. Wir alle reden mit dem Internet und senden Daten zu komischen, unaussprechlichen Domänen und was weiß ich. In dem Fall ist es aber meistens so, komischerweise meist in Lateinamerika, manchmal in Italien und in Indien ist es hauptsächlich so, wo wir das sehen, wo vieles am Brennen ist im virtuellen Bereich, dass dann die Grundhygienethemen fehlen, wie es gibt keine Firewalls und es gibt keinen Grundantivirus. Dann sagen wir auch, vielleicht sollte man damit starten, bevor man sich Darktrace ins Haus holt. Wir denken, Darktrace ist nicht nur für superreife Kunden gedacht. Ja, wir haben viele Kunden, die kein SIEM haben, die aber Sichtbarkeit brauchen und von Zero to Hero gehen wollen. Die gehen mit nur einer Firewall und Antivirus direkt auf Darktrace, sehen alles auf einmal, nutzen vielleicht unseren Service, um die Dinger zu überwachen für 24/7-Monitoring und sind klasse geschützt. Aber ja, das ist das die lange Antwort für die kurze Frage, wie wir mit Datenpoisoning umgehen, mit Datenvergiftungsproblemen, wenn schon präexistierende Infektionen da sind. Wir haben noch 3 Minuten, ich schaue mal gerade über die Fragen drüber. Gucke, was es hier noch so gibt. Das kann ich schnell beantworten hier. Wie blockt Darktrace Angriffe? Tut mir leid, wenn ich da vielleicht ein bisschen zu schwammig drüber ging oder zu schnell. Wenn wir NTGNA nutzen, unsere Lösung zum Blocken von Angriffen, dann nutzen wir, was auch immer da ist in der Kundenumgebung. Ja, entweder die Integration in Firewalls oder wir nutzen die Network Access Controls, externe Switches und Router. Oder im schlimmsten Fall sozusagen senden wir TCP Resets, um Verbindungen zu kappen. Tolle Frage. Und Sie hatten E-Mail erwähnt, Herr Heinemeier. Was hat es damit auf sich? Ja, da gucke ich noch mal kurz drauf. Bei Darktrace, ich habe jetzt ganz viel über das Netzwerk geredet und wie wir Angriffe im Netzwerk erkennen und stoppen. Wir können aber auch im E-Mail-Bereich sitzen, ja. Und Entschuldigung, dass ich da nicht so viel drüber geredet habe. Ich hatte da auch eine Threat Story zu, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr drüber zu reden. Darktrace kann auch auf E-Mail-Umgebungen reagieren. Da sehen wir andere Daten. Wir sehen nicht Netzwerkverbindungen, wir sehen nicht Beaconing, wir sehen nicht Downloads, wir sehen E-Mails, die reinkommen, die rausgehen, Attachments, den Schreibstil von Leuten. Machen dasselbe, was Darktrace immer macht, ja. Entweder ein Office 365, da können wir einfach einen API-Schlüssel umlegen, dann journalen wir alle Daten und sehen das in Darktrace, können das Machine Learning machen und sagen, hier ist eine komische E-Mail reingekommen, der redet wie euer CFO, der tut so, als wäre der CEO, da sind zwar keine Links dran, da ist zwar kein Attachment, aber allein vom Sprachstil, von der Metakommunikation wissen wir, das ist bösartig, das wird geblockt. Im E-Mail-Bereich arbeiten wir viel mehr mit Links entfernen, Links blocken, Attachments entfernen, Attachments konvertieren, E-Mail zurückhalten. Das heißt, die ist extrem hands-off. Unsere Kunden sagen, wir merken, dass wir Darktrace E-Mail haben, weil wir einfach kein Phishing mehr kriegen. Ich war ja selber Red Teamer und Pentester. Ich leite immer noch unser Red Team hier bei Darktrace. Seitdem wir intern unsere E-Mail-Lösung nutzen, ist E-Mail als initialer Angriffsvektor für mich tot. Ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ich bin seit 10 Jahren Pentester und mache es täglich im Grunde. Und ich komme gegen unsere E-Mail-Lösung im Moment nicht mehr an. Ich arbeite dran, aber zurzeit renne ich dagegen eine Wand. Aber was wir in E-Mail machen, ist dasselbe. Wir können auch auf Exchange 2016 gehen, On-Premise oder Hybridlösung oder Gmail können wir genauso reinschauen. Das ist die kurze Antwort darüber, was wir beim E-Mail-Bereich machen. Meine Damen und Herren, ich habe sehr viel geredet. Ich hoffe, das hat alles Sinn gemacht für Sie. Wir sind am Ende der Zeit. Ich würde mich herzlichst bedanken für das Feedback soweit, für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben, für die tollen Fragen. Ich hoffe, das war nicht zu datisch spezifisch. Wie gesagt, ich bin Fan von pragmatischen Lösungen und Beispielen, aber ich habe trotzdem versucht, die Brücke zu schlagen zwischen pragmatisch und Darktrace, produktzentrisch und generisch, wo Cybersicherheit generell eingesetzt wird. Wenn irgendwelche Anmerkungen und Fragen sind, bitte jederzeit einfach an die hier genannten Ziele schicken. Das war's von meinerseits. Bleiben Sie gesund. Ich gebe das Wort, denke ich, zurück an die Frau Meller von KESS und wünsche Genau. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.
Ja, einen ganz herzlichen Dank, lieber Herr Heinemeier, für diesen sehr interessanten Vortrag und Einblick in die Thematik. Man sieht, in diesem Bereich ist sehr viel einfach los unterwegs und man muss sich davor schützen. Wie schon bereits eingangs erwähnt, werden Ihre Fragen natürlich gerne im Nachgang noch per E-Mail beantwortet. Es sind ja eine Fülle an Fragen hereingekommen. An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Webinarteilnehmer, bedanken. Auch, dass Sie unser Webinar zum heutigen Thema KI für Cybersicherheit demystifiziert, Bedrohungen stoppen, besucht haben und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen und erfolgreichen Resttag. Vielen Dank und bis bald.